Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Dead Space. Ja, mir hat jemand eine Anfrage geschickt von wegen Facecam und ich kann sagen, ja, werde ich wahrscheinlich doch machen, aber erst nach dieser Aufnahme, denn ich bin eben genau ab morgen weg und habe jetzt meine Sachen schon ziemlich verstaut. Sprich, ich werde das erst ab nächstes Mal starten. So, und demnach wird diese Aufnahme auch nicht länger als eine Stunde dauern. Und wir... Ach ja, genau, Brotkrümel. Hier lang der... Oder? Ja, hier lang. Wusste ich doch. Geht's noch? Ne, ist tot, okay. Aber ich bin nicht so laut. Moment, ich mach den mal ein bisschen leiser. Und der Werteherr hat soeben wieder Autobot eingeschaltet. Okay. Kurzer Schnitt, wir sehen uns sofort wieder. So, das sind wir auch schon wieder. Und wie war das? Anziehen und die Taste? Nee. Die Taste? Nee, dann war's. Jo. Stasi-Modul. Können wir hier übrigens nochmal nachfüllen? An dieser Stasi-Station. So. Und hoffen, dass jetzt nichts auf uns zukommt. Hallo! Ich mag dich nicht! Wow, wow, what the... Stirb, du! Stirb! Geh! Stirb! Geh! Stirb! Wie? Ah, ich hasse diese Teile. Ihr ahnt gar nicht, wie sehr. Inventar. Rick, bitte benutzen. Wir werden es trotzdem möglichst viele davon behalten. Denn wie schon erwähnt, die werden es im Game noch sehr, sehr selten. Okay. Scheiß! Vieh! Stirb! Und steh nicht wieder auf! So. Geld nehmen wir auch. Was war? Okay, wir gehen weiter. Wir gehen ganz einfach weiter. Isaac, ich habe mich ins Sicherheitssystem des Decks gehackt. Es hat etwas gedauert, aber ich konnte die Tür zum Wartungsraum öffnen. Die Platine sollte irgendwo da drin sein. Ja, sicher ist sicher. Also. Platine, Deckraum, Platine, okay. Ach du Scheiße. Ja, wir gehen da gleich lang, aber vorher muss ich noch mal kurz was checken. Ne, speichern werden wir nicht. Okay, hier ist schon der Aufzug. Gut zu wissen. Okay. Packen wir es an. Hallo? Ja, wir waren hier bereits. Oh, wir müssen hier nicht lang. Das heißt, wir müssen zum Aufzug. Um die Ecke, ja. Hier? Ja, hier hin.
Aufzug öffne dich! Hoffentlich springen wir uns nicht wieder irgendwas. Ah, ach, hier ist das Teil. So. Isaac? Kendra hier. Shit. Offenbar ist die Tür zum Lagerraum verschlossen. Es sollte im Wartungssektor aber einen Schlüssel dafür geben. Oh, fuck, ich vertraue dem Ganzen hier nicht. Na, was sage ich? Geh! Sterben! Scheiß Vieh! Schneller! Schneller! Fuck it! Los! Sterb doch! Fuck it! Oh. Shit. Ich meine, ich bin verdammten, verkrüppelten Aliens, irgendwas mutierten Wesen. Ich bin ganz allein, niemand ist da. Loser! Wow! Fuck you! Reflex ist ein gepriesen. Ah! Kommen wir mal vor wie bei Matrix. Oder bei Avatar und bei. Was flatscht das so? Das gefällt mir nicht. Wo der Leiter ja auch noch einfach. Also Matrix im dritten Teil, wo einfach nur mehr draufgezogen wird mit der fetten MG. Und. Oh, ein Item rauskommt. Danke. Also die scheiß Viecher, die benutzen scheinbar die Lüftungsschächte. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Stirb, du! Okay, ich denke, das sollte genügen. Ich hoffe es. So, wir konnten doch den Feuermodus umschalten. Oder von Viechern angegriffen werden. Ich hasse dich. Und ich. Und ich. Kommt da keiner? Ich dachte schon, da kommt jetzt noch so ein Vieh. Du auch. Wow. Du auch. Bestes und wichtigstes Feature in dem Game. Zerstöre deine Gegner, bevor sie dich zerstören, mittels Körperteilabtrennung. Das Anti-Extremitäten-Kommando. So, wie war nochmal das mit Umstellen? Nein, 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 nein. Ah, ja, das ist sehr gut. Da kann man nämlich mit dieser Waffe zum Beispiel querstellen, wobei ich. Denke ich mich daran erinnern kann, dass es nach oben hin besser war, meistens um Gliedmaßen abzutrennen. Oh, bitte sei safe. So. Noch safe? Sehr gut. Scheiß Viecher. Das sind übrigens explosive Kanister, die kann man mittels Telekinese aufheben. Okay, nee, hab ich getäuscht. Ah. Ja, dieses Game spielt wirklich mit der Psyche. So, und hier haben wir dann diese Platine, die wir brauchen, und eine Werk. Bank,
Keine Sorge, Isaac, du bist ganz allein. Niemand ist da. Wer? How to put this over here? Ich habe keine Ahnung. Ich mag die Geräuschkulisse schon wieder nicht. Weg hier. Gib mir so richtig den Gänsehaut. Ich denke, wir müssen eins nach oben. Ja, das sieht gut aus. Ich habe den Game irgendwie gegen alles etwas, das sich bewegt. Scheint aber soweit okay zu sein. Eigentlich sollte man mit der Munition auch sparen. Ich hoffe mal, das kriege ich noch hin. Adrenalin-Pegel 240%. Shit. Nein, dich habe ich kommen sehen. Dich habe ich kommen sehen. Ah, fuck it. Ha! Nimm das! Das! Nee, das! Ja, ich spiele nämlich gerade wieder mal im Dunkeln und meine Tastatur ist leider, weil ich momentan noch auf Laptop spiele und noch nicht auf Let's Play PC, den ich noch nicht habe, ohne leuchtende Tasten. Das heißt, im Dunkeln nicht ganz so gut ersichtlich, welche Taste welche ist. Textlog. Ja, toll, die Textlogs, die will ich aber eigentlich nicht. Ich denke, da machen wir mal irgend so ein eigenes kurzes Video dazu, Textlog durchgehen. Aber okay, sind wir damit. Dafür haben wir die Audio-Logs. So pendelt dieses Ding so hin und her. Oh, hallo! Ja! Ich mag dich nicht! Oh Gott, ich dachte schon, wir können jetzt nicht mehr nachladen, weil wir keine Muni haben. Schockmoment. Aha. Also, im Laufen können wir nicht nachladen. Mir gefallen diese Geräusche dann nicht. Metallisches Geklimper, wobei wir eigentlich allein sein sollten. Egal, weg hier. Los, weg hier. Los, mach schneller! Puh. Wenigstens im Licht sind wir sicher. Hallo, ich hab dich gehört! Scheißvieh. Echt, ich sitze hier nur noch mit Gänsehaut.